Scheiße! Da habt ihr doch immer Sex zu. So fängt er an. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich stehe hier mit drei wunderbaren Personen. Einmal Timo von Oceans. Mane von Malfoy. Auch Timo, aber von Almirage. Timoception. So, wir spielen heute das Buzzer Battle. Ja, ihr tretet alle gegeneinander an. Ich spiele 10 Sekunden von Songs ab, von bis. Und mal gucken, wer von euch gut in der Musikrichtung oder in den ganzen Genres unterwegs ist. Und ja, ich fange einfach mal an. So. Wolf Mother, Joker and the Thief. Ah, verdammt. Aber 10 Minuspunkte. Ich hab keinen Plan. Damn. Er wird nicht aufgelöst. Slipknot, Psychosocial. Das war einfach. Digga. Ey, das war der Song, der mich zum Metal gebracht hat, okay? Okay. Ja, gut. Scheiße! Architects Animals! Ja. Okay, ich so merk schon, ja. Nächster Song. Eigentlich war es zu schnell. Breaking the Law von... Ey, komm! Breaking the Law, wie heißt er denn, der Typ? Nein! Kriegen wir beide einen halben, wenn ich den... Judas Priest! Ja, danke. Ihr kriegt beide einen halben. Das ist okay. Okay, perfekt. Okay. Nächster Song. Diese dolle Haut, sonst bimmeln die nicht. Barbie Girl von... Ja. Fuck, schon wieder. Wie heißen die denn? Nicht... Aqua. Scheiße, ja! Hört man dich an. Ach komm! Ja, Billy Talent, Red Flag. Ja, den hab ich auf dem Schlag. Hier geht's ja auch um Schnelligkeit. Hansen, Imbop! Oder wie der heißt? Imbop. Heißt der so? Scheiße, ja. Ja, Mann. Okay, das ist mein Spiel, ey. Nächster Song? Ja. Popular Monster von Falling in Reverse. Okay, Billy Joel, Uptown Girl. Dann ist es Backstreet Boys, Uptown Girl. Du hast ja deine Antwort schon abgegeben. Also Uptown Girl, ja. Ihr könnt nochmal. Ach, wem denn dann? Ach, dann ja, ich glaube, ich war. Ach, nee. Welche Boy? Westlife oder so? Westlife. Oh, Gott! Ja. Westlife! Ja, immerhin. Nächster Song. Genie in a Bottle von Christina Aguilera? Ja. Yeah. Das hast du da richtig nice im Takt gedrückt, Alter. Nicht schlecht, ey. Nicht schlecht. Ja, doch. Britney Spears? Ja, oops, I did it again. Yeah. Ja, na klar. Britney Spears habe ich auch erkannt, aber ich wusste nicht, welcher Song. Ich habe mich nicht mehr getraut, weil ihr nicht gedrückt habt und ich dachte, nee, dann kann es das nicht sein. Okay. Ich war immer Team Christina. Nächster Song. Bauchtasche, TBS. Ja. Ein Kenner. Ich kannte das, aber konnte es gar nicht zuordnen. Scheiße. Bauchtasche. Da, ey, mega. Okay. Das kennt man doch, Leute! Ja! System of a Down, Aerials. Ja, ey. Hör ich halt nicht. Hab ich nie gehört. Seven Nation Army von White Stripes. Ja. Ich dachte, jetzt hast du wieder irgendein Cover rausgesucht. Ich hätte jetzt gesagt... Fußball! Nächster Song. Ja. Das ist Give It To Me Baby von The Offspring. Pretty Fly. Ja, Pretty Fly, weiß er, genau. Scheiße. Nein! Ja, gegen einen. Okay. Close. Ich wollte Blubbern gegen sagen. Zombie Cranberries. Ja. Das ist richtig, ja. Das ist richtig. Okay, nächster Song.
das ist auf jeden Fall Rage Against the Machine. Bam, 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 bomb track. Nein! I mean, Killing in the Name of Officer. Alter, lass mich, du darfst doch nur einen Hä? Sagen. Nee, Mann. Warum denn? Du darfst nur einen sagen und dann darf wer anders. Ey, Mann, ich hab nämlich gedacht, Timo. Nicht Killing in the Name of Officer. Ich alles weg. Da hätte jemand Komm. Anders noch die Chance gehabt. Ja, Entschuldigung. Ah, der versaut immer alles. Halber Punkt, weiß ich nicht. Ich muss hier entscheiden. Nee, jetzt gibt's gar keinen. Ja, ist okay, ist okay. Es wissen ja alle, dass ich's wusste. Also, ja, genau. Nehmt ruhig die sagt Punkte. Sagt ihr halt nicht den bekanntesten Song Schreibt von dieser Band. Nächster Song. Mhm. Ja, kennt man halt, ne? Warum fällt es nicht ein? Mir fällt's nicht ein. Nee, ist es alles nicht. Kann jetzt irgendwas sein, aber das ist es alles nicht. Ich spule mal in die Mitte und gebe euch nochmal 5 Sekunden. Ja, okay. Toten Hosen, hier kommt Alex. Ja. So fängt er an? Ja. Ja. Zum Glück haben wir nochmal so, ich hätte jetzt Vivaldi gesagt oder so. Ich hab auch so, okay, nächster Song. Okay, krass. Oh, das war eng, das war eng. Ich glaube, du warst schon schneller. Paranoid von Black Sabbath. Ja, yeah. Ja. Yeah. So, ich würde sagen, wir machen noch 5 Songs. Alright. So. Da! Okay, die Vocals haben mich jetzt irritiert. Ich habe auch an einen anderen Song gedacht, tatsächlich. Okay, das ist doch nicht aus den 80ern. Alles nur so Eurovision-Anbeter. Ja, jetzt bin ich noch mehr raus. Lord of the Lost? Lord of the Lost, aber irgendein Song von Lord of the Lost. Gar nicht. Ja, okay, halber Punkt. Captain Falls. Kenn ich auch nicht. Ich habe an diesen... Lord of the Lost noch nie Song gehört. Aber hey, Grüße gehen raus. Ich habe mit dir getourt. Okay, ja. So, nächste Song. Marilyn Manson. Nein. Welcher ist das denn? Nein. Ein Song von Marilyn Manson. 4, 3. Song gesehen. Disposable Teeth. Yeah. Yeah. Der lag quasi auf der Zunge. Ja, ja, für den hätte ich mich jetzt geschämt. Das muss ich wissen. Nächster Song. Von Sarah. Cowboys from Hell? Ja. Yeah. Das war's. Okay, ja. Yeah. Nächster Song. Nee, warte. Oh, okay. Ich glaube, ich muss spulen, weil sonst kommt jemand drauf. Ja, okay, ich habe Michael Jackson, Black or White. Ja, und ja, so fängt er an. Ja. Nächster Song. Ach, fuck. Es ist Wham, Wake Me Up Before You Go Go. Ja, ja. So, ich würde sagen, noch 2 Songs. Oh. Ah! Ach! Ah! Linkin Park! Aber ich weiß nicht, welcher Song es ist. Ich hab immer nur Meteora gehört. Wie ist er denn? Paper Cut. Ja. Cut. Ja. Meteora war mein Album. Ja. Nächster Song. Slipknot. Fuck, ich bin auch einfach raus. Ich höre halt keine Musik. Ich produziere sie nur. 5, 4, 3, 2, 1. Wir gehen einfach von meinem Bleach. Okay, da noch einen. Noch einen. Baby, baby. Hatten wir den nicht schon? Nee. Es ist Britney Spears. Baby, baby. Hit me, baby, one more time. Aber ja, lass ich gehen. Okay, ja, okay. Du bist nur kurz raus und zwischen den beiden noch einmal. Hä, wie, warum? Das kenn ich doch. Ich muss gerade sagen, deine Freundin Timo. Timo, da kann man okay. Da habt ihr doch immer Sex zu. Also ich kenne den Beat, aber ich bin im Leben nicht drauf. Ja, dann
Ich würde sagen, irgendwas von Bad Omens. Ja, das war schon mal richtig. Warte, ich Bad Omens mit. Macht euch noch einfach und spielt. Ich weiß es. Ich weiß es. Death of Peace of Mind von Bad Omens. Ja. Ja. Okay. Ja, gut. Ja. Keine Ahnung, wie viel es steht. Wir blenden das jetzt hier unten ein. Also, irgendeiner von denen hat gewonnen. Oder auch nicht. Einer von den beiden. Von ihr kriegt Timo aber noch eine Kleinigkeit. Hashtag unbezahlte Werbung. Jetzt gibt's wieder Met, der nach Bacon schmeckt. Timo kennt mich einfach schon zu gut. Ja, es gibt Met, richtig. Jawohl. Ist gut für die Stimme. Apfel und so, Rum. Hashtag unbezahlte Werbung. Kirsche und Chilis. Nee, das ist nicht gut für die Stimme. Kirschblüte. Schwarze Johannisbeere. Das klingt auch nicht schlecht. Kirsche, Whisky. Was ist denn das für ein Whisky? Whisky? Schottischer Whisky, okay. Ja, es gibt ja auch, Scotch, Scotch und Bourbon, das wollte ich ja wissen. Aber es ist. Es gibt Aldi Whisky und es gibt guten Whisky. Nicht schlecht. Wird der jetzt on camera getrunken? Oder? Könnt ihr. Aber müssen wir nicht. Nee, müsst ihr nicht. Könnt ihr noch mit nach Hause nehmen. Mit? Ja, also ich würde ihn mal probieren, oder? Ja, genau, mach doch mal hier. Übersee rum mit einer Prise Meersalz. Das trinkt das. Das, das klingt nach mir. Der ist mir. Richtig lecker. Okay. Japanische Kirschblüte. Oh. Das klingt auch nach mir. Ja. Sakura. Oh, es riecht aber nicht nach mir. Jawohl, dann. Musst du den ächzen? Musst du nicht. Okay. Kannst du auch nachher in die Show. Ich habe vorhin die Ibuprofen genommen, also Leute, wenn ich gleich umgehe. Okay, warte, dann, wir haben einen Bildungsauftrag. Keine Schmerztabletten und Alkohol. Ja, ich wusste warum nicht, sag ich das mit einem Lächeln im Gesicht? Der zwingt mich halt, der hat eine Waffe hier unten. Ja. Mhm. Ihr seht das so. Nicht, aber. Nee, das war nur ein Ding in seiner Hose. Ja, also, ja, das passiert. Okay, das passiert auch. Prost. Oh, der ist gut. Oh. Das schmeckt wie ein Nachtisch. Oh, der schmeckt echt entspannt. Hashtag unbezahlte Werbung, muss ich nochmal sagen. Ja, kauft Metware. Herzlichen Dank, das kann man machen. Sehr lecker, ja, kann man. Ja, in diesem Sinne, ich danke euch, dass ihr mitgemacht habt. Es war mir eine Ware, ein wahres inneres Blumenpflücken. In diesem Sinne, sagt gern noch den Leuten da draußen was. Kommt heute Abend vorbei. So schnell bin ich auch nicht im Schneiden. Aber, ja, wenn ihr nicht hier seid, selber schuld, habt auf jeden Fall was verpasst. Genau, dann kommt ihr. Jawohl, geil. Tour. Genau, ja. Ich so machen wir also, Bands, aber auch, Bands. Aber also nicht nur die Tour von Army Rush, sondern die nächste Tour, wo Oceans unterwegs ist, die nächste Tour, wo Malfoy unterwegs ist, ganz, 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 ganz wichtig. Und kauft Merch! Auf jeden Fall. What Timo says. Dem ist nichts hinzuzufügen. In diesem Sinne, alle Perfekt. Bands sind unten drunter. Danke fürs Einschalten, Daumen ja. hoch, Link, Abo, Glocke, ihr wisst Bescheid. Und eine Sache möchte ich noch sagen. Ich gucke mir Vorbands wohl an. Ja? Ach so, ist das ein Insider? Ja. Okay, tschüss.